doch mal an. Das ist doch nicht normal. Das könnt ihr mir auf jeden Fall nicht antun, nicht antun. Ich hasse euch so sehr, ne? Plant eine Route. 10,1. 10,1 Kilometer. Also 20. Das ist der Punkt. 1300. Da haben wir einen geilen Plan, Leute. Jetzt fahren wir nach Zakopane und dann geht's in den Nationalpark. Eine 10 Kilometer Tour. Oh, geil. Jetzt bin ich wieder hyped. Und wenn Falk einen Plan macht, dann läuft das auch, glaube ich. Aber ich mache mit Absicht Kackpläne, weil ich finde auch, Abfuck gehört auch ins Video rein. Ja, weil dann so, ist es irgendwie wenn lustig. Abfahrt brauchen, vertrauen wir Mathe. Ja. Wir machen uns jetzt auf den Weg 1400 Meter hoch oder so. Let's go. Oh ja. Na klar, riesen Schafherde. Jetzt kommt gleich der Schäferhund. Ich glaube, da ist kein Schäferhund mehr heutzutage. Das ist, das ist einfach ein Typ mit Knarre, so eine Hürde, die Herde nicht auseinander treibt. Ja, aber dann nicht ja. Ach, ja, dann kann er doch ein bisschen. Oh, Pack. Schön, ne? Ein schöner Spot. Jo. Jetzt geht's los hier. Keine Panik, sagt Matze. Bären jagen keine Menschen. Jetzt haben wir gerade schon wieder pro Person 9 Slotty bezahlt, um wandern gehen zu dürfen. Wow, Alter, was für Stufen. Das ist ja. So macht man Sport, ne? Für ja. Oberschenkel. Ja. Oh. Ist. Oh, das ist eine Abfahrt wie die andere Tour. Aber sieht man das? Ich glaube nicht. Wow, ist das schön. Das aber ist ja, Mathe, ja. Die ganze Lotion die rennt dir die Fresse runter jetzt. Stimmt, deswegen brennt's. Ja. Ja. Oh ja. Die Sonnencreme flutscht einem auch komplett in die Fresse. Warte. Moment. Meine ist bloß einmal schon so komplett durchgeweicht von gestern. Das sieht hoch, auch stark aus. Ich glaube, danach nicht lang, hier ist abgesperrt. Ganz kurz mal off the road hier. Hier ist sogar ein Trampelpfad. Ist gut, aber auch nichts Besonderes. Warum den Weg hier nehmen, wenn ich da runterstürzen kann? Da hätte ich gerade runterstürzen können. Sag mal, hat der Knick in der Optik? Frage ist. Falk, weißt du, wo wir da neulich angekommen sind? Das war. Wow! Hier geht's. Alter, oh nee, Angst. Guck die da nicht. Ist krass, ne? Guck da nicht. Oh, mir wird's aber ganz komisch gerade, ja, da. Muss nicht. Ganz anders sag mal, als ist gestern. Unter mir eigentlich noch eine Lücke? Ist das so ein Vorhang, wo ich hier stehe? Ihr könnt alles abfallen. Ich kann mal gucken. Hier. Ja, mach das mal bitte. Das ist echt hoch. So schön war gestern nicht, muss ich sagen. Ihr habt
also die haben Respekt, komisch, ne? Respekt halt nicht, ne? Naja, aber ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen Höhenangst. Ich mache gerne was in Höhe. Und ich probiere auch immer, mich jedes Mal rauszufordern, aber ich merke halt, dass es irgendwann wackelig wird. Nee, da kann, glaube ich, auch jederzeit einfach mal Tschüss sagen. Ja, das stimmt. Wenn du dich da draufstellst und dann einmal Tschüss sagst, dann ist aber auch Tschüss. Boah, Mathe! Alter, von hier sieht das so schön aus, ne? Da unten waren wir gerade. Oder? Es ist eine riesen Plattform, Matze. Hast du recht? Das ist, Hast recht. Es ist okay. Wäre hier Schnee, wäre noch geiler, aber. Oh, Nein, ich kann nicht. Das ist ein geiler Spot. Das ist top. Ja, halt dich am besten fest an meinen Rutsch. Alter, mit dem Fluss da unten, ne? Ich kann's nicht, ich fass dich extra nicht an, weißt du? Und er hält dich an meinem Rucksack fest. Boah, Jenny wird mich töten, wenn sie das Video sieht, ne? Oh, Matte, ey, du bist eine kleine Wichsrummel, Alter. Aber alle für die Klicks. Liebes Tag, ich lasse meine Freunde. Ich bin die Neue. Gleich eine dumme Idee. Ja, geh gucken mit. Du kommst mal irgendwie auf diesen Berg da? Warte mal kurz, hol mal Bier. Ja. Ich sag's ungefähr die Höhe, die wir am Ostramala hatten. Von da, wie wenn ich das Tal unten sehe, die Häuser, da. Ja, das ist halt ungefähr die Höhe, ja, das stimmt. Also, die wir am Ostramala hatten. Das sieht auch vom Weg her fast ein bisschen gleich aus. Jo. Und nächster Spot. Warum? Warum macht man das? No, nee, 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 Leute. Leute, Alkohol hilft nicht so viel. Ich gehe gerne runter und so. Ich sitze hier. Aber guck mal, da oben sitzen sie alle. Oh, hier ist. Oh. Okay. Alter, hier ist gar nicht gut. Ja, ja, hier ist einfach zickig. Ah, geht. Hm? Lässt du schon wieder hinkommen? Ja, ja. Nee, gern, da will ich hin. Gern nicht an meinem Rucksack festhalten, weil nicht vorhanden. 1170 Meter. Erster höchster Punkt, okay. Da kommt noch der zweite. Vielleicht heute nur los. Ja. Ja. Okay. Wir müssen Meter machen, ne? Ja, wir müssen Meter machen. Okay, Alter. Ich denke gar nicht drüber nach. Oh! Guck mal, wie das schmeckt. Warte mal. Das schmeckt. Ja, Blumenkohl und Brokkoli. Ja, ist schon. Wollen wir das einfach schlüsseln? Ich hab nur gelacht. Ja, aber das ist so, wie wir vorhin hochgelaufen sind, ne? Ja. Aber wenn wir jetzt schon das Schönste gesehen haben, ist das schwierig. Wenn wir jetzt nee, ach, das ist das, der erste Prüfs gelegen. Wir haben kommt noch einen höheren. Ja. Die Ruhe kommt noch. Ja, klar. Geil, jetzt gehen wir erstmal ein bisschen runter und dann wieder hoch. Wie das immer so ist. Das ist Matzes großes Hobby. Mhm. Und nicht der ganz runter, nee. Nein. Das könnt ihr mir auf jeden Fall nicht antun. Wir haben knapp 6 Kilometer, 8000 Schritte. Und wir haben extra eine kurze Tour rausgesucht, 10 Kilometer, weil wir frühzeitig zu Hause sein wollen. Und das wird nicht funktionieren. Ja, guck mal, wie schön der Weg hier ist. Müssen wir ganz kurz aufnehmen. Der Hinweg war ja schon richtig Abfahrt. Also ja, hoch. Ja, aber die Spots da oben für Pitcher ist halt top. Den richtig gut. Den Aufstieg wert. Mann, du hör mir doch mal zu. Aber jetzt sind wir gerade in so einem richtig schönen kleinen frischen Wäldchen. Ganz viele frische Bäume. Richtig top. Mann, aber die was ist da vorne los? Jedenfalls in der Tatra hat der Borkenkäfer wohl auch schon ein bisschen gewütet. Gerade da hinter mir, ne? Ist schon. Ey, da willst du die Natur genießen. Und dann sie. Das war auch
genießen. Auch ein Naturphänomen, ne? Leute, geil. Ich möchte gar nicht mehr zu denen aufschließen. Ja, das ist aber unangenehm. Schön, schön. Sehr schön. Falks Uhr sagt noch 5,5 und 4,8 geschafft. Er fühlt sich aber schon an wie der Doppelte von allem. Das Einflüge ist einfach wunderschön hier. Wunderschön. Das hat alles sich gelohnt. Das schaffen wir gar nicht, Alter. Ja. Gefühlt haben wir ja gedacht, wir sind um 16 Uhr das nächste Mal in Biedronka. Jetzt ist es 16 Uhr. Wenn wir gut sind, machen wir jetzt noch 3 Stunden und sind am Ziel. Aber was ist denn das hier für ein Aufstieg schon wieder? Nee. Was ist denn hier los? Falk hat gerade gesagt, wir haben die Hälfte. Es ist 16 Uhr. Oh Gott. Okay. Ja. Ich will mir auch keiner erzählen, dass es ohne Bier und Zigarette leichter ist. Warum ist hier keine Menschenseele? Wir sind keine Touris. Ich glaube, wir haben schon wieder eine falsche Kahoot-Route genommen. Wir sind. Oh, die war übrigens doch schwarz. Geile ist ja, man hat keine Wahl. Ist das das Geile? Naja, irgendein bisschen schon. Stell dir vor, du könntest jetzt sagen, ich hol mir einen Uber. Genau. Ich will nicht mehr. Direkt. Will ich machen. Nee. Oh. Super! Falk sagt, wird noch schlimmer. Oh mein Gott. Wir haben auch gerade. Ich hasse euch so sehr, ne? Hasse wow, euch. Alter. Wie viele Steine hat man hier hingeworfen? Alle! Ne? Alle, die es auf der Welt gibt. Ei, ei, ei. Wie ich euch hasse. Alter, guckt ihr das doch mal an. Das ist doch nicht normal. Ja. Oh, geil. Pass auf, die ist aber auf Trouble aus. Ich hoffe, man sieht es. Näher kann ich nicht ran. Oh, keine Ahnung. Keine Ringeln hat er. Das ist keine Ahnung. Oh ja. Oh, hübsch, hübsch, hübsch. Oh, die Natur, das ist so schön. Hört das irgendwann auf? Katze, ist der letzte Anstieg. Oh, lecko, Fanny, Alter. Wir sind gleich oben. Mach mal. Am Arsch, Alter. Guck doch mal hier. Ich habe gesagt, geiler wird's nicht mehr, bevor wir abgestiegen sind. Und so ist es auch. Aber das war aber gerade nicht cool. Das war überhaupt nicht cool gerade. So weit ist schon wieder okay. Ich hasse dich gerade. Aber. Ja, ich weiß. Das ist immer die gleiche Scheiße. Aber erzieh den Hass auf mich. Es war noch nie eine entspannte Tour. War noch nie entspannt mit euch. Aber wir gehen jedes Mal davon aus. Können wir nicht mal an den Strand gehen und da saufen? Das ist übrigens seit 10 Stunden das gleiche Bier, was ich in der Hand trage. Ich hab hier. Sag mal. Es ist immer noch das Rote. Sag mal. Ich hab ein Rotes und ein Grünes bei. Matze ist gerade richtig am Kotzen, aber
ein Ende ist in Sicht. Ja. Können wir gerade, was Falk sagt, einfach niemand mal. Niemand hat das gemacht. Aber du willst mir meine Eier da im Box. Können wir mal genießen oder was? Mit einem Grund hat die Eier da in Zubox billig. Aber der Weg ist grün. Halt's Maul. Der war noch nie grün. Ich hasse euch. Warum halt die ganze Zeit ein Bier in der Hand, Mann? Krass, aber ganz schön eine Schneise reingehauen, ne? Ich finde. Ja, achso, meinst du? Jo. Jetzt hört auf, von oben nach unten. So. Dein, aber die Optik ist schon. Die Optik ist ja Hammer. Halt. Ja, guck dir mal an, so eine Optik hast du kaum. Meter über euch. Matze, sag mal was. Wie schön ist von 1 bis 10? Alle 2 Minuten sagt nur noch der Anstieg. Ja, genau, dein Hass hat den vorangetrieben. Ja. Wow. Da hinten, da waren wir vorhin. Und da hinten? Abgefahren, oder? Na. Doch, wir haben fast 6 Kilometer. Ja, besser als von 5,75 haben wir. Von 10? Von 4, also wir haben noch 4,58. Und wir sind am höchsten Punkt? Ja. Da. Alle unter 5, da wäre er jetzt runtergefallen. Sag ich dir so wie das. Ja. Und sehen uns gleich auf dem Rückweg. Oh, ist super. Ist schön hier. Macht dir Spaß. Diesmal ist er schuld. Du weißt wo lang? Okay, wir gehen. In eine der schönsten Landschaften, die wir je gesehen haben. Guck. Mit Jet, ja. Zack. Bist du dabei oder bist du nicht dabei? So langsam sind wir wieder im Tal und es kommen gerade leichte Tropfen runter, weil das sieht gerade ein bisschen finster aus. Da geht es weiter gerade. Über der Autobahn. Ja, ja. Da habe ich gerade keinen Bock drauf. Aber hier ist 50. Bumm. Hi, Pip. Hat dir Spaß gemacht? Jo. Wieder. Meint er nicht so? Immer voll mein Ding. Wir sind um 9 Frühstück und dann Checkout. Ja, super. Das ist auch so gut. Das war mir eine Freude. Ja, war wieder schön. Geil.